Kontrahenten aus Braunschweig, Ronny Worm als Gegenspieler. Die Angriffsspitze als Sonderbewachung der Angriffsspitze. Erfolg wird speziell im Fußball durch Tore ausgedrückt. Die Flanke von Augenthaler hoch in den Strafraum. Rummenigge an Worm vorbei mit dem Kopf, der Bayern-Kapitän 1:0 in der 14. Spielminute. Karl-Heinz Rummenigge, so gesehen der klar erfolgreichere. Von nun an plätscherte das Spiel so dahin, mäßiger Winterfußball. Nach 26 Minuten weckte wenigstens Schiedsrichter Hans Warmann das frierende Fußballvolk. Er hatte aufgepasst, Worm zog Rummenigge die Beine weg, Strafstoß. Der zweite Pluspunkt für den Bayern-Kapitän, der sich es nicht nehmen ließ, selbst zur Tat zu schreiten. Bernd Franke, ermutigt durch die alte Fußballregel, der Gefaulte soll nicht selber schießen. Bernd Franke ahnte die Ecke, es blieb beim 1:0 für die Bayern. Ein Minuspunkt für Karl-Heinz Rummenigge. Halbzeit. Paul Breitner konnte sich zufrieden die kalten Hände reiben. Bayern lag vorne und Braunschweig nicht weit hinten. Nur 7500 Zuschauer im Münchner Olympiastadion. Die Story der zweiten 45 Minuten schrieb einer, den man in München schon abgeschrieben hatte, Dieter Hoeneß. Er hat dafür gesorgt, dass dieses schwache Spiel noch ein Spektakel wurde. Augenthaler erwischte Franke auf dem falschen Fuß und Dieter Hoeneß war im richtigen Moment zur Stelle. 2:0 für die Bayern nach 67 Spielminuten. Für Kraus kam Lerby und seine hohe Flanke, vielleicht sogar auf den langen Hoeneß zugeschnitten, erreichte Karl-Heinz Rummenigge. Lerbys Flanke, Rummenigge völlig frei. Franke konnte den Ball nicht kontrollieren, dafür aber Dieter Hoeneß. 3:0, sein zweiter Treffer innerhalb von 2 Minuten. Dieter Hoeneß gefeiert und umjubelt zu einem Zeitpunkt, zu dem es für ihn um Vertragsverlängerung geht. Bemerkenswert durch Sören Lerby kam Schwung in den Bayern-Angriff. Lerby passt zu Rummenigge, Worm war nicht mehr zu sehen und von Frankes Rücken sprang der Ball auf den bandagierten Oberschenkel von Dieter Hoeneß. 4:0, ein Hattrick innerhalb von 8 Minuten. Die Szenen ähneln sich. Wieder Lerby. Wieder Rummenigge. Wieder Dieter Hoeneß. 5:0. 4 Treffer von einem Mann innerhalb von 12 Minuten. Das hatte im Bayern-Dress bisher noch keiner geschafft. Die letzte Minute. Sören Lerby im Spielaufbau ungestört. Lerby, Augenthaler, Lerby. Wieder Augenthaler. Dieter Hoeneß. 6:0, der Endstand. 5 Tore innerhalb von 22 Spielminuten. Das ist, so glaube ich, in der ersten Bundesliga bisher einmalig. Dieter Hoeneß, Gratulation. Dankeschön. Kann man denn als Fußballer glücklicher spielen und glücklicher sein als nach so einem Spiel? Ja, eigentlich nicht. Es geht gar nicht. Können Sie sich denn erinnern, jemals in einem Meisterschaftsspiel so erfolgreich gewesen zu sein? Ja, ich habe in einem Pokalspiel nur 7 Tore geschossen. Das war aber gegen Amateure, also in der Bundesliga noch nie. Woran lag es denn, dass bei Ihnen da so glücklich lief in der zweiten Halbzeit? Das ist im Fußball möglich. Genauso wie es möglich ist, dass man verkrampft, dass man vielleicht 5, 6, 7 Spiele hintereinander kein Tor macht, Riesenchancen hat. Und dann fallen sie einem wie reife Früchte vor die Beine. Sie waren in der zweiten Halbzeit gehandicapt durch Ihre Prellung. Richtig, ja, eigentlich hätte ich fast in der Kabine bleiben müssen. Aber wir haben gesagt, gerade weil wir mit hohen Bällen agieren wollten, muss einer vorne drin sein und ich bin froh, dass es so gegangen ist. Eine ganz andere Frage. Wenn Sie jetzt Paul Breitner wären und Berater von Braunschweig, was würden Sie dem Braunschweig raten? Kann ich im Moment gar nichts dazu sagen. In Zukunft besser auf den Dieter Hoeneß aufpassen, oder? Ja, möglicherweise. Aber ich meine, nach so einem Spiel kann man relativ schlecht was sagen. Ich freue mich so, dass wir gewonnen haben, dass ich so erfolgreich war. Ich möchte mir das im Moment nicht um andere kümmern. Lag es vielleicht daran, dass Sie zu sehr auf den Karl-Heinz Rummenigge aufgepasst haben? Mit Sicherheit, ja. Sie haben sich sehr stark auf den Karl konzentriert und davon habe ich heute profitiert. Ja. Das muss ich also ganz ehrlich sagen. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und den Zuschauern danken, die mich sehr, sehr angefeuert haben und das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. War ja schon mal anders, ne? Das ist richtig, ja. Was wird denn heute Abend gemacht? Ja, ein bisschen gefeiert. Also heute Abend gehen wir schön gemütlich essen. Solche Tage sind nichts.